zwei reichen. Da wird dieser schöne, wunderschöne Ofen angemacht. Vielleicht funktioniert jetzt ja hier das Zahnrad. Ich denke mal, die Stäbe fehlen noch, aber wir haben jetzt ja schon mal die Kohle. Wir haben die Zahnräder. Jetzt müsste ich, glaube ich, zurück, oder? Bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ich glaube, wir können hier gar nichts machen. Ist hier nicht auch eine Lampe? Ich wollte gerade sagen, das muss doch alles hier. Oder haben wir hier noch vielleicht noch einen Stab liegen, von dem ich nichts weiß? Oder sowas hier. Weiß man ja auch nie, ne? Hier ist ja auch noch eine Lampe. Aber ich glaube, ist eher nicht so, oder? Das ist ja zu einfach. Ja. Ich würde sagen, gehen wir zurück, gucken da mal. Hier war ja auch nichts weiter, hier war ja nur der Druck. Aber ich glaube, beim Druck müssen wir alles nur einmal auswählen. Hier die 1 haben wir, die 2 haben wir, die 3 haben wir, die 4 haben wir und die 5 haben wir. Da will ich jetzt vom Logischen ausgehen. Das wäre genauso. Sonst ist hier ja nichts, oder? Außer Störgeräusche. Störgeräusche. Muss ich wohl nochmal zurück. Der merkwürdige Brief erschrak ihn, aber es war auch der einzige, der ihn etwas ermutigte. Was für ein Brief. Man weiß es nicht. Aber jetzt haben wir wenigstens wieder Öl für unsere Lampe. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil für mich. Ein großer Vorteil sogar. Und gehen ins Studierzimmer, denn da soll noch so ein Ding sein. Professor Taylor war der zweite, für dessen Tod er aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. Was, Danny, oder? Wen meinen die hier? Hier war ich ja auch noch nicht, oder? Sehe ich das gerade falsch? Also müssen wir wieder so ein Stabding finden. Aber erstmal müssen wir lesen. Brief bezüglich der Entdeckung einer Kugel. An meine treuesten Schüler und Freund Johann Weyer. Das bemerkenswerteste Ereignis trug sich zu, als ich diesen Sommer durch die preußischen Wälder reiste. Ich fand endlich eine der Kugeln, nach denen ich seit 20 Jahren gesucht habe. Sie ist so unerklärlich wie der Heliodromus es im Hortus Conclusus beschrieben hat. Es war so, wie es erzählt wurde, ein unterirdischer Mithras-Tempel, gekrönt mit dem unirdischen Artefakt. Die Kugel war groß genug, um meine Hände auszufüllen, und sie war glatt und gezackt. Ihre Farbe war ausgewaschen und dennoch kräftig. Gegensätze reichen nicht aus, um ihr Wesen zu beschreiben. Es war eine absolute Unmöglichkeit, ein künstliches Paradoxon gefangen in Stein. Ich war in einem nahegelegenen Dorf namens Altstadt untergebracht, während ich eine der alten Spuren erforschte, als ich endlich die Höhle fand. Ich trat ein und konnte plötzlich die wahre Existenz dieser rätselhaften Artefakte bestätigen, es gibt sie wirklich. Wie du sicher verstehen kannst, ist dies die wichtigste Entdeckung meines Lebens, aber es ist auch zu meiner größten Furcht geworden. Als ich die unterirdischen Kammer betrat, konnte ich spüren, wie ich zur anderen Seite übertrat. Ich war neugierig und tat mein Bestes, um gegen diese Instinkte anzukämpfen, und nahm dann die Kugel von ihrem Platz. Ich kroch aus der Kammer raus und in den Wald. Ich konnte fühlen, dass mich etwas verfolgte. Es bellte immer lauter, je näher es kam. Das Biest, der Wächter der Kugel, war unerbittlich in seiner Verfolgung. Ich schaffte es bis zur nahegelegenen Schlucht, wo ich auf einige Männer stieß, die im See angelten. Ich versuchte sie zu warnen, als ich an ihnen vorbeilief, aber glücklicherweise beachteten sie mich nicht und setzte meine Flucht fort. Als ich das Echo ihrer Schmerzensschreie durch das Tal hallen hörte, fühlte ich eine riesige Erleichterung und glaubte, ich bliebe verschont. Plötzlich wurde ich von einem blau schimmernden Licht eingehüllt und die Farben des Waldes verschwammen vor meinen Augen. Ich lief weiter durch die trostlose Umgebung, die Bäume waren so schwarz wie Kohle und die Blätter wie aus Asche. Der Boden war mit trübem Wasser bedeckt.
Ich lief weiter über den durchweichten Boden, als glühende Asche von aufkommendem Wind weggeweht wurde und es auf mich herabregnete. Ich konnte flehentliche Schreie in der Ferne hören und auch schrie, als Schmerz und Angst mich überkamen. Ich fiel keuchend zu Boden. Dies muss sicher merkwürdig klingen, aber ich wurde meilenweit über die Alpen hinweg bis zu einem grasbedeckten Feld hinter Genua getragen. Der Wächter hatte die Kugel von mir genommen, aber noch bis heute fürchte ich seine Rückkehr. Manchmal liege ich nachts wach und höre die Schreie, die ich auch damals im Wald hörte. Inzwischen sind fast 10 Jahre vergangen und ich konnte bisher nicht über den Vorfall schreiben. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, erzähltest du mir von deinem Interesse und deiner weiteren Forschung an den mystischen Kugeln und mir wurde bewusst, dass ich dir die Wahrheit über meinen Besuch in Altstadt schulde. Mein Freund und Mentor Heinrich Cornelius Agrippa. Okay. Scheint wohl alles hier mit den Kugeln zu tun zu haben. Gehe ich mal von aus, weil die irgendwas zutage fördern, was nicht so gut ist anscheinend. Da haben wir das Hundegebell, aber ich habe die Kugel nicht angefasst, also lassen Sie mich in Ruhe hier. Was ist das hier? Das ist nur Müll. Alles nur Müll. Auch nichts Interessantes, würde ich sagen. Nein. Aber wie schon gesagt, wir brauchen ja noch diese letzte Stange. Sehr hübscher Hund. Kammer des menschlichen Schädels. Okay. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw. But I can sense it. It's definitely there. Ja, Schweinerei am Tieren hier. Das ist ja ekelhaft. Wer ist er denn? Ist das dieser Alexander? Es scheint so. Er hat zumindest ein A auf dem Dings. Ist das denn ein Apfel? Sehr appetitlich. Grenzen der Anatomie. 9. Januar 1658. Weitere Enttäuschung. Die neuesten Erkenntnisse des Antiquars haben nichts gebracht. Ich bin immer noch nicht imstande, das innere Wesen des Lebens und seinen Zusammenhang mit der Energie zu fassen. Ich sollte mehr Bücher darüber lesen, aber ich vermute, dass es sinnlos ist. Da bisher keine Forschung dahin angestellt wurden, muss ich wohl selbst diese Lücke schließen. Natürlich verfügen Menschen über weitaus mehr von der Energie, die ich suche, aber ich hoffe, Tiere genügen auch. Die sind einfacher zu beschaffen. Okay, hier mit seinem kleinen Schniepel, den bewundern wir auch erstmal. Kann man den irgendwie... Nein. Schniepelmann. Hier hast du einen Stuhl. Herr Schniepelmann, was ist das? Eine Feder, die leuchtet? Oder leuchtet die nur so? Ich glaube, die leuchtet nur so. Die leuchtet nur so. Jetzt hatte der erstmal Knochen drin. Tür wieder zu. Sonst nichts. Ich bräuchte da noch ein paar Sachen eigentlich. Aber naja. Wie? Mehr ist hier wirklich nicht drin? Das ist ja beschämend. Hund. Alles für den Dackel. Alles für den Hund. Hund. Ja, ich glaube, mehr ist hier nicht zu holen, leider. Arschloch. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. So. Du kriegst deinen Kopf wieder. Hallo?
Komm schon. Sei kein Frosch. Mal ein bisschen umdrehen eigentlich. Ist nämlich nicht richtig. Immer noch nicht. Du willst deinen Kopf auch nicht wieder haben, kann das sein? Ich will ihn doch nur einmal umdrehen. Die. Immer noch falsch. Naja. Ich gebe auf. Kriegt er seinen Kopf nicht wieder, aber hier ist auch nichts weiter zu holen. Gut, da müssen wir wohl noch ein Stückchen weiter, würde ich sagen. Komm ich jetzt weg da, ne? Ja, das sieht sehr gut aus. Finde im Studierzimmer einen anderen Weg um die Trümmer herum. Ich würde sagen, hier geht's auf keinen Fall entlang. Was hat das zu bedeuten? Muss ich jetzt hier einen neuen Weg suchen? Gibt's hier irgendwie... Kann ich das abnehmen oder so? Schniepelmann lässt keinen ran. Da kann ich auch nichts machen. Hier aus dem Fenster steigen? Ja, wahrscheinlich nicht. Die Lampe kann ich auch nicht. Was ist denn jetzt mit... Kann ich da nichts durchschießen? Kriege ich doch einfach mal Öl. Habe ich übersehen. Aber ich kann doch bestimmt diesen wundervollen schönen Stuhl hier nehmen. Und dann einfach mal außen lang gehen, oder? Hallöchen. So, muss ich jetzt auch noch... Fall jetzt bloß nicht runter, Kollege. So. Da müssen wir eigentlich wieder richtig sein. Hier ist wieder so ein komisches Gefäß. Hier ist ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Ein Mini-Zahnrad. Gucken wir da nochmal wieder rein, oder? Dann bin ich an der Reihe. Habe ich nicht lang genug zurückgehalten? Meine Geduld währt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan und nicht zurückbekommen. Agrippa, ich vertraue dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Was für ein Tor. Was für ein Tor. Lass das mal voll. Anleitung: Aufzugsmaschine. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, bau mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du ihn in die Maschinerie einsetzt. Stelle die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollen folgendes anzeigen: Hoch 8, runter 8. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion: Trinity-Dampfanlage. 4 Phasen, Amplitude, kompletter Dampfstromkreislauf. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Da haben wir noch den alten Stab hier. Haben wir sonst noch irgendwas Schickes, was man mitnehmen kann? Für später vielleicht. Ach, hier sind wir. Wie zum Beispiel das hier. Kann bestimmt nochmal gebrauchen. Die Dinger, die mache ich irgendwie gerne kaputt. Ich weiß nicht warum. Verschwinden aber auch. Und ich glaube, da hat jemand mit Öl geklebt. Hat jemand was fallen lassen. Da haben wir schon reingeguckt. Und sonst liegt hier, glaube ich, auch nichts mehr rum, ne? Nee. Ja, dann spaziere ich hier mal wieder raus. Da bist du schon wieder drin. Guck. Hüpf, da ist er wieder drin. Schnell weg hier. In die Hinterrad. Der merkwürdige Brief erschrak ihn, aber das Wort, das haben wir schon gelesen.
ja nicht sehr ermutigend gerade. Ich spazier mal schnell hier in die Maschine. Ich hoffe, hier ist jetzt sonst keiner gefolgt oder so. Dass hier auf einmal böse Menschen auf uns warten. Oder was auch immer das für komische Wesen sind. Natürlich auf. Naja. So, dann machen wir das letzte Ding hier mal rein. Setzen, aber ich glaube nicht, dass das so stimmt. Ich starte unten trotzdem mal. Okay. Habe mir schon gedacht, dass sie nicht so funktioniert. Das wäre zu einfach gewesen. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? So, wie kann ich denn jetzt bestimmt hier Notizen nochmal lesen? Nämlich genau das. So, ich denke mal, das ist die Reihenfolge, oder? Dieses komische Trinity-Ding, das dürfte der sein. Moment. Trinity, der muss zuerst. Dann der hier. Und dann ja der andere, theoretisch. Jetzt muss ich oben gleich nochmal gucken. Aber wir probieren erst einmal aus. Aber dann gucken wir oben. Müsste das auch nochmal verstellt werden. Das hatte ich ja jetzt nur so einfach irgendwie eingestellt. Siehste? War aber nicht richtig, denn da steht ja irgendwas mit 8. Keine Ahnung. 8, 8, 8. Das ist doch gelacht. So, jetzt müssen wir hier nämlich noch die Druck einstellen. So, dann wollen wir nochmal lesen. Was sagt er denn zu dem Druck? Stelle die Hebel so ein, dass du die eigene Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messsumme soll folgendes anzeigen. Hoch 8, runter 8. Wett. Soll ich das jetzt plus rechnen oder was soll das ergeben da mit dem 8? Das ist ja auch eine 6, das hatte ich gar nicht gesehen. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, dass ich da irgendwie jetzt insgesamt 8 haben muss. So haut das aber auch nicht hin. Oder bin ich jetzt blöd? Müssen die jetzt insgesamt 8 ergeben oder was will der von mir? Das ist auch ein tolles Messinstrument hier. Hoch 8, runter 8. So, das wären für mich hoch 8 schon mal. Kann ich einen in der Mitte stehen lassen? Wahrscheinlich nicht. Jetzt sind das aber zu viel. Es ist und bleibt ein Rätsel. So, wir haben jetzt 6 und dann hätten wir nur die 2. Das ist ja auch zu viel. Freunde, da muss ich nochmal eruieren hier, wie das funktionieren soll. Hier haben wir jetzt eine 7. Das heißt, wir können da noch eine 2 dazu holen.
Eine 2, eine 1. Du Tupper, ich hoffe. So, dann haben wir 1, 6. Das sind noch 8, oder? Ich könnte jetzt auch genau nochmal ausrichten. Was? I need to get out of here. Nein, das haut jetzt so hin. Mit dem Druck, da wollen wir mal gucken. Da wollen wir mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Komm, hier die Maschine starten. Das müssten jetzt 8 und 8 sein. Nee. Irgendwas habe ich da noch verkehrt. Der Ofen funktioniert. Sei Dank verfolgt uns hier nichts. Das war, glaube ich, auch richtig. Falsch. Notizen. Also wir haben Kreis, Dreieck, Viereck. Vielleicht müssen wir den Kreislauf in den Kreis packen. Das Ding in Dreieck und dann doch den vier Phasen wegen vier Ecken. Ich hatte das jetzt nur nach der Reihenfolge gemacht, aber die Reihenfolge scheint nicht wichtig zu sein. Mal gucken, ob das mit dem Druck jetzt stimmt. Scheint aber noch nicht zu stimmen mit dem Druck. Schade. Ich dachte, das wären schon 8 und 8. So kann man sich irren. Und 4 sind 8. 7. Das sind 9. Da ist der Fehler. Okay. Da ist der Fehler. Müssen wir nochmal gucken. Wir haben jetzt 5. Da fehlt noch eine 3. Hätten wir hier aber nur 6. Okay. Das ist doch alles. So. Jetzt müsste das ja hinhauen, oder? Allzu dumm mich wieder mal anstelle, müsste das jetzt ja funktionieren. Der Aufzug dürfte laufen. Ich wusste es. Es kann nichts Gutes passieren, ohne dass was Schlechtes passiert. War ja mal wieder klar. Echt, hier kommt jetzt keiner, weil hier ist es ziemlich hell. Komme ich hier nicht raus, doch? Gut, hätten wir geschafft. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt schon wieder hinkommen.
wie lange uns diese Reise noch führen wird. Dieses grässliche Schloss. Stehen geblieben. Hier die Feuerwehr. Oh.